Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Oddworld Soulstorm. Der Zug ist angehalten und wir sind jetzt hier auf einer neuen Station. Die Mutterkons verstecken sich in den Höhlen weiter unten, klettere zum Fuß des Canyons, erkundige die Mine und bringe diese Maschinerie in Gang, um sie in die Freiheit zu entlassen. Das machen wir. Safe Point haben wir. Hier müssen sie alle hin und jetzt gucken wir mal genau, was wir machen müssen, dass wir ja keinen Fehler machen. So, ich muss das mal hier drücken. Was passiert denn hier? Das ist ein binärer Schalter. Okay, da kommt was runter. Jetzt sammeln wir erstmal ganz viel das Zeug ein. Ich frage mich, ob ich hier... ob ich hier runterklettern kann, während ich, reise. Da komme ich nicht durch. Das heißt, ich komme irgendwann durch, oder? Nee, es geht nicht. Schade. Wäre zu schön gewesen, oder? So, dann springen wir erstmal ganz kurz da hoch. Mal ganz kurz alles plündern. Klebeband ist gut, dann können mich die Slicks fesseln. Hier gibt's nix. Da ist noch ein Laden, da ist ein Safe Point. Waschmittel, alles klar. Läuft. Einer geht aufs Haus. Ich habe 21 Münzen schon. Okay, immer noch 21 Münzen. Ja. So, die noch öffnen und dann müssten eigentlich da schon... Ah, das ist schon der erste, den kann man eigentlich mit hochholen. Kann man eigentlich schon retten, oder? Guck mal ganz kurz, was ich hier mache mit dem. Der schläft, den kann ich fesseln. Mal fesseln. So, Gummibänder. Mit diesen elastischen und federnden Gummibändern halten Modekunst-Dinge zusammen, die normalerweise ständig auseinanderfallen. Okay. Und Knochenpulver. Gut. Neue Rezeptur verfügbar. So, dann noch alles aufmachen. Verstärker, dreh ihn bis auf 11 hoch. Ja, weißt du, was ich jetzt alles brauche hier? Die Frage ist, rette. Achso, ich muss nur 4 retten, okay. Ich rette jetzt erstmal kurz den einen hier. Komm mal mit. Den retten wir jetzt erstmal. Die fahren mal schnell hoch, bevor hier irgendeiner kaputt geht. Komm mit, Freundchen. Rein ins Tor, dass schon mal einer safe zumindest. Eins nach dem anderen. Ne, warte mal, da unten ist ja das Tor, da komme ich gar nicht hin, oder? Ach so, das ist aber ganz anders. Ja, jetzt. Und sonst hochgefahren, egal. Dann wieder runterkommen. Jetzt mal halt jetzt safe spielen und das war nicht alle töten mit einmal. Es sind 4 Stück und die schaffen wir. Jetzt wird die auch alle retten. 254 gibt's, was? In diesem Level? Achso, wahrscheinlich die alle versteckt sind. Machen wir mal leise. Hätte ich noch Steine? Ich hab noch Steine, ja. Kann ich den K.O. hauen? So, du bleibst jetzt mal schön hier. Steinbomben. Sobald er sich umdreht, dann lege ich ihn kaputt. Okay. Fesseln. Stehlen. Da ist noch so ein Typ. Mord gleich fesseln noch. Wunderbar. So, das sind 2 das liegt. Jetzt hole ich mal von denen da oben noch hoch, ne? Komm mit.
Soda muss da bleiben. Und jetzt muss ich runterfahren. Während er sich umdreht. Ja. Okay, ich bin erstmal safe hier. Kann ich ihn wieder bewerfen? Wunderbar, kann ich ihn mal fesseln? Ja, ich hatte nicht mehr viel Klebeband, glaube ich. Mal stehen. So, der kann mitkommen. Oh, da ist ein Geheimnis noch. Wir fahren erstmal ganz kurz hoch hier. Mal mit. Nehmen den anderen mit. Okay. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Denkst du? Ein bisschen was verloren, aber es ist nicht schlimm. Warte mal, bis jetzt wieder er sich beruhigt hat. Dann kann ich hier nämlich, warte mal, ich kann auch noch was basteln, ne? Irgendwas konnte ich basteln, aber was ist denn hier so wichtig, was ich basteln kann? USV-Bombe, Nebelschleier, ah, okay. Halt. Nebelschleier, gedrückt haben, zum Herstellen. Genau, die kennen wir schon, dann haben wir Flummi-Bomben. Keine Ahnung, was sind Steinbonbons, eignen sich dazu andere... Stich auszuknipsen, Gummibänder helfen dabei, andere Dinger springen zu lassen. Du weißt vermutlich schon, worauf es läuft. Okay. Nebelschleier Deluxe gibt's auch noch? Die verbesserte Version des Nebelschleiers dient zum Verstecken und zur Desorientierung anderer gleichermaßen. Okay, bauen wir die mal mit. So. Okay. Jetzt ballern wir den schnell weg hier. Vorsichtig. Ich warte noch kurz, bis sie da auf blau ist. Er ist tot. Macht nichts, macht nichts. Ich habe ihn hier. Vielleicht knall ich hier erstmal weg. Habe ich die falschen Steine genommen? Nee. Das waren die richtigen. Muss ich hier erstmal wegballern. Dann hole ich die anderen. Oh, da oben ist auch schon einer da. Wieso ist denn der schon wieder da? Das verstehe ich jetzt nicht, warum ich den nicht gekriegt habe. Ich muss, glaube ich, näher dran sein. Dann mache ich das, sobald ich... Sobald er da ist. Sobald er sich umdreht, kriege ich. Okay, den haben wir. Kann man ihn fesseln? Ja, fesseln, schnell. Stehlen. Gut. Ja, den brauche ich ja da auch noch, da oben. Sehr gut. Fesseln. Stehlen. Jetzt nehmen wir den ganz kurz mit hier. Komm mit. Jetzt fahren wir hoch und den anderen. Einer. Freedom! Wieder raus da. Zwei haben wir. Da unten ist noch ein dritter. Sollen wir ganz kurz warten hier, bis ich den geknallt habe hier. Steine haben wir, ja. Sehr gut.
fesseln. Und stehlen. So. Stickfinger, jetzt nehmen wir alle drei mit noch hier. Kommt mal mit, Freunde. Habe ich einen vergessen eigentlich? Warte mal, ich glaube, ich habe einen vergessen. Es waren noch drei vorhin. Ich muss ganz kurz nochmal hochfahren. Bleibt mal hier beide. Ich hätte gedacht, wir hätten schon drei. Waren es nicht drei? Nee, ist egal. Kann ich ja der Welt nochmal ganz schnell speichern hier. So. Das macht nichts. Runterfahren. Weiter geht's mit meinen Freunden. So. Dann lassen wir uns nach oben gucken. Ja, komm mit. Komm mit. So, ich lasse ganz kurz wieder hier, weil ich muss mal ganz kurz gucken, was ob es hier unten gefährlich ist. Nein, es ist nicht. Dann kommt mit. So. Aus da. Und runter mit euch. So, da sind die nächsten da unten. Da ist ein Stromkabel, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Lauf mal ganz kurz lang. Da ist nichts mehr versteckt, oder? Da komme ich zumindest jetzt gerade nicht hin. Ah, wahrscheinlich muss ich in die Höhle und dann geht's weiter. Da unten sind sie, ja. Ich kann nochmal alles plündern. Das heißt praktisch, irgendwann mache ich... Genau, ich mache den Strom aus in der Höhle und kann dann sozusagen hier lang machen. Ich lasse die beiden mal hier stehen. Und dann geht's rein in die Höhle. Auf geht's. Mal gucken, was uns hier erwartet. Was wieder etliche Fallen. Lass mal schnell plündern. Hier, Benner, sind wir gut. So, da schläft etwas. Ach, das sind die Wölfe. Ich weiß zwar nicht, für was mir dieses fesselndes Gummiband, fesselndes Flummi-Bonbon ist, aber wir werden es einfach mal testen, oder? Hier kommt man nicht rein. Okay, die sind safe. Oder muss ich sie hier drüber werfen? Ich probiere es einfach mal. Mal das? Nee. So, ich muss ja erst noch was basteln, ne? Das ist Nebelschleier Deluxe. Das ist ein Flummi-Bonbon. Können wir mal den Flummi-Bonbon probieren, was der macht. Gar nicht richtig ist. Okay, da komme ich hinterher. Gut. Das war der Safe Point hier. Da waren wir schon. Lass kurz mal gucken. Genau, sind wir runtergekommen. So, da unten ist jetzt einer. Alles klar. Da sind die Feinde, ja. Ich lasse kurz, bis sie wieder schlafen. Denn eigentlich brauche ich sie nicht. Ich habe immer noch, für was ich die Flummi-Dinger brauche hier. Herstellung. Ich habe doch alles hergestellt. Oder ist hier ein Fragezeichen? Felix? So. Ich warte mal wieder, bis sie schlafen. Sie schlafen. Kann ich eigentlich fesseln? Warte mal. Die Frage ist, kann ich sie eigentlich übernehmen? Das hätte mich mal interessiert.
Okay, die kann man nicht übernehmen. Schade. Das wäre lustig gewesen. So, liebe Freunde, wir machen das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Wir machen dann mit der Höhle weiter. Ich bin gespannt, ob ich noch gefressen werde oder nicht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Katastrophenmann.